Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Feed the Beast. Ja, willkommen zurück zu Feed the Beast. Heute geht es in den End, ja, in das Verderben des Ender Dragons. Wir werden wahrscheinlich Tiere sterben und dementsprechend müssen wir uns noch so ein bisschen präparieren. Und zwar nämlich essenstechnisch sieht es sehr, sehr mau in unserem System aus. Das Einzige, was wir so als Nahrung noch haben, ist Melone und ja, so von so einer Wassermelone, ihr kennt es. Da kann man sich nicht wirklich gut von ernähren. Dementsprechend werden wir uns mit unserem Nanosaber gleich mal eben aufmachen und ein bisschen richtiges Männerfleisch besorgen. Das wir natürlich noch braten werden. So ein schönes Steak oder so. Man kennt es, schmeckt sehr gut und es sättigt. Es ist gerade Nacht draußen. Dementsprechend lege ich mich mal ganz kurz eben hin. Und ich denke mal, wir werden uns aber eher Lammfleisch bzw. Schafsfleisch besorgen, denn Schafe haben wir hier eine ganze Menge und die werden wir uns jetzt einfach mal hier eben kurz töten. So, und das Skelett nehmen wir auch mit, wobei an dem hier sitzt ja nicht mehr sehr viel dran. Da haben wir noch ein Creeperlein. Uah, nicht explodieren natürlich. Schön brav sein, liebes Creeperlein. Und dann geht es weiter dementsprechend und hier einfach alle Schäfchen, die wir hier gerade so haben. Diese armen, süßen, kleinen Schäfchen, aber sie bringen halt Fleisch. Lecker Fleisch. Yum, 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 yum. Wir können natürlich auch, ein paar gute alte Hühnchen killen, aber wir bleiben lieber bei einer Sorte Fleisch. Fleisch will gerade nicht so wirklich droppen, aber gut. Wir haben ja genügend Schafe hier, also dementsprechend sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Ist aber auch gerade ein bisschen laggy hier, also die Welt lädt nicht so wirklich gerade schön brav nach. Vielleicht sind wir auch einfach nur zu schnell unterwegs. Wenn ihr euch fragt, warum das Nanosaber gar nicht an ist, das ist an, also dieser Bug mit diesem Gras zerschlagen und dann geht's halt aus. Aber das ist bloß die Animation. Fragt mich nicht, warum. Es ist einfach so. So, hier hinten haben wir noch eine ganze Herde. Die werden wir auch mal ganz kurz eben schnell noch dezimieren. Und dann könnten wir uns schon fast aufmachen. Wir brauchen noch so ein bisschen Building Material. Da werden wir wahrscheinlich Cobblestone für nehmen, damit wir uns so ein kleines Häuslein bauen. Dann werden wir uns noch eben ein Linking Book bauen. Eins dürfte eventuell noch im System liegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir gleich mal nachgucken. Und ich glaube, dann haben wir soweit alles. 24 ist, eigentlich möchte ich so 32 oder so, das wäre schon nicht schlecht. Ganz ehrlich, würde ich mich mit zufrieden geben. So, gucken wir mal, 28, ja, jetzt sieht es doch ganz gut aus, 30, 31, na gut, die zwei nehmen wir jetzt hier noch. Und dann gehen wir wieder zurück, 34, okay, sehr schön. Gehen wir mal in die Richtung müssen wir. Da lädt die Welt wieder. Ja, und die Dinger spawnen hier wahrscheinlich sowieso in ein paar Sekunden wieder nach. Wunderbar. Gucken wir mal ganz kurz, haben wir noch hier etwas Lamp Shop? Nee, Lamp, wie wird das geschrieben? Lamp auf dem B, natürlich, klar. Nicht mit P. Was für ein Irrsinn auch. So natürlich hier nicht. Einmal ganz kurz nach unten zum Furnace. Das ganze Zeug hier reingeschmissen. Dann müssten wir auch mal eben ganz kurz gucken, was aus dem Schwert geworden ist. Und zwar Looting und Sharpness. Das ist doch ein sehr nettes Schwert. Da können wir mit leben. Die Rüstung werde ich nicht verzaubern. Ganz einfach aus dem Grunde. Es soll hier noch ein bisschen spannend werden. Und zum Zweiten, was gibt es da drauf? Es gibt, glaube ich, Fire Protection. Es gibt, glaube ich, Projectile Protection. Bringt alles, glaube ich, nicht so wirklich was gegen den Enderdrachen. Deswegen, lassen wir das Ganze mal. 37 haben wir von dem schönen Fleisch. Und yam, 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 yam. Das bringt ordentlich Tinte auf den Füller. Sehr schön. Dann gucken wir mal ganz kurz. Haben wir eventuell ein Unlinked Book? Unlinked, Unlinked. Da haben wir sogar ein Unlinked. Eins, das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Dann bräuchte ich eventuell etwas Leather. Haben wir aber gar nicht mehr. Kein Leather mehr. Na schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz zu unseren Kühen. Und Schere haben wir hier. Besorgen uns doch einfach mal ein bisschen Leder. Da hüpfen sie noch freudig und schon sind sie skalpiert. Sehr schön.
Einfach mal ganz kurz das Leder mitgenommen. Ja, da spielen sie natürlich verrückt und lassen ihre Sounds mal hier wieder richtig frei im Lauf. Boah, war das gerade eben laut. Ich hoffe, ihr habt das nicht so extrem gehört. So, dementsprechend schmeißen wir das ganze Zeug natürlich eben wieder rein ins System. Ein Leder bräuchte ich noch. Und von hier oben bräuchte ich noch ein unlinked Linking Panel, genau. Oh, das passt gerade perfekt. Unsere Tinte war ja auch schon auf. So, dann schmeißen wir das hier einmal kurz zusammen. Haben noch so ein Unlinked Book. Und das eine Unlinked Book werden wir hier natürlich her verlinken. Damit wir aus dem End hier wieder herkommen und natürlich das andere später hier wieder zurück. Dass wir auch wieder zurückkommen. Ja, einfach so als Sicherheit natürlich. Was wir jetzt noch machen werden, ist natürlich ganz kurz hier einmal das Ding hier reingeworfen. Und hier den Rucksack kurz raus. Den schmeißen wir schon mal hier rein. Und das, die Wolle hier rein. Und da müssen wir nur noch im Prinzip unseren Jetpack aufladen. Ist noch keine Nacht. Wunderbar. Dann geht's auf nach oben. Kurz das Jetpack nachgeladen. Damit ja, wir da auch genügend Power haben. Soll uns auch nur zur Not dienen. Ganz einfach, falls wir irgendwie vom Rand irgendwie in Wolken fallen oder was auch immer, dann können wir uns da noch so ein bisschen mit retten. Oder wenn ich ganz einfach das letzte Teil vielleicht zu hoch hängt und ich einfach zu blöd bin, das Ding auszukriegen, dann werden wir uns da so ein bisschen eben einmal ganz kurz, ne, ihr wisst schon, hochfliegen und dann auswerfen. Okay, das sollte uns eigentlich reichen. Ja, moin, Herr Zombie. Dich, und Herr Creeper war auch da. Dann können wir jetzt im Prinzip die ganze Rüstung hier ablegen und wir werden wahrscheinlich gleich voll den Kulturschock bekommen, denn wir werden gleich ziemlich, ziemlich langsam sein. Gut, Iron-Rüstung an, das Jetpack, huch, natürlich nicht weg, sondern einmal ganz kurz hier hin und dann müssten wir natürlich das Nano-Saber auch mal ganz kurz hier in die Kiste legen. Die Pfeile, ja, sollten hoffentlich reichen. Und dann machen wir noch ein paar Snowballs. Ach, mir fällt gerade auf, wir wollten noch ein paar Building Materials mitnehmen. 1, 2, 3, 4 sollte reichen. Und eventuell natürlich so einen schönen Stand hier. So einen schönen Buchstand. Den nehmen wir auch noch mit. Und dann geht's auf. Ich würde sagen, wir haben alles, ne? Auf und davon. Auf ins Abenteuer. Und da bangen wir schon direkt hier in einen Stein rein. Das ist natürlich nicht so praktisch. Da müssen wir uns ganz kurz eben befreien. So, ja, das kann manchmal passieren, dass man, wenn man hier durch diese Portale fliegt, einfach mal eben ein bisschen festsitzt. Oh, und das ist richtig träge, diese Rüstung. Richtig ungewohnt. Ich hoffe, wir werden da nicht gleich mit sterben. Okay, ich mache mich bereit. Auf und Geronimo! Mal gucken, wo wir landen. Wahrscheinlich gleich direkt vor den Augen des Enderdrachen und wir liegen irgendwie auf einer Plattform und direkt gleich tot. Nein, noch nicht. Schnell hoch hier. Irgendwo wird der Drache bestimmt gleich sein. Wow, da ist er ja schon. Wow. Ach, da habe ich ihn nicht mehr ganz erwischt. Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist, wir werden erstmal hier einen kleinen Sprint hinlegen. Natürlich nicht in die Augen der Endermans sehen. Wow, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Willst du wohl mich in Ruhe lassen? Und zwar werden wir uns hier so einen kleinen Unterstand bauen. Ganz schnell. Wo der Enderdrache. Ah, aua. Oh, und da das ganze Ding macht er ja kaputt hier. Das ist ja gar nicht nett. Da muss ich aber ein bisschen schneller bauen hier. Das geht ja gar nicht. Ich will natürlich hier genau dafür einen Unterstand bauen, dass hier die bösen. Oh, verdammt, das geht gar nicht mehr. Man kann sich hier keinen Unterstand mehr bauen. Verflucht. Oh. Verdammt, und ich dachte, das funktioniert. Okay, da müssen wir halt schnell zusehen. Ah, böse. So, und zwar müssen wir jetzt schnell arbeiten und versuchen, dass wir hier eventuell diese Dinger kaputt bekommen. Da werden wir wahrscheinlich gar nicht ganz hinwerfen können. Ah doch, klappt. Wunderbar. Ich hätte mir vielleicht ein paar mehr mitbringen sollen. Gut, aber was wir machen ist, wir müssen uns jetzt erstmal das Portal sichern. Bevor ich hier sterbe, dass wir wieder zurückkommen können. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wo wir überhaupt hergekommen sind. Immer schön nach unten gucken bei diesen ganzen Endermans.
So, einmal ganz kurz nach oben geworfen. Wunderbar, das hat geklappt. Jetzt weiß ich natürlich schon gar nicht mehr, wo ich überall war und wo ich noch nicht war. Ich glaube, den habe ich in die Augen geguckt. Schau mir in die Augen, Kleines. Aber nicht bei den Endermans. So, da ist auf jeden Fall noch so ein Portal. So, in die Richtung geworfen. Ah, das hat natürlich nicht geklappt. Eventuell das. Ah, das Ding hängt ziemlich hoch. Da geht's auf jeden Fall. Das sollte klappen. 1, 2, 3, 4. Na, 1, 2, 3, 4. Reicht das? Dann versuchen wir das mal lieber so. Vielleicht reicht es auch, wenn wir, ja, das ist nämlich das Schöne, wenn man die so hoch wirft. Oder vielleicht so hoch wirft, dass die, aua, 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 da genau drin landen. Ist es ausgegangen? Ich habe es nicht gesehen. Nein, scheint nicht ausgegangen zu sein. Na komm, geh aus. Ich habe gleich alles aufgebraucht. Dann müssen wir wieder zurück. Oder wir schießen sie jetzt aus. Ich glaube, die Variante mit Ausschießen ist vielleicht sogar noch mit die einfachste. Oder ist das Ding jetzt aus? Ich glaube, das Ding ist aus. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz da oben hin gucken. Ist es da auch aus? Ich sehe schon gar nicht mehr, was aus und was an ist und was an und was aus ist. Alles ganz komplex. Das ist definitiv noch nicht aus. Okay, den haben wir ausgeschossen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also jetzt definitiv bauen wir uns hier mal ganz kurz eben. Und zwar das Linking-Panel auf. Und dann machen wir uns hier auch schnell das nächste. Und gehen mal einmal ganz kurz eben wieder zurück in unsere Welt. Die erste Begegnung. Mann, 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 Mann. Hektisch, hektisch. Verflucht. Okay, und gleich wieder zurück. Einfach nur aus Sicherheit, damit wir wieder auf jeden Fall zurück und wieder hinkommen. Jetzt muss ich natürlich noch suchen. Jetzt habe ich natürlich nicht gemerkt, welche wir schon abgebaut haben, beziehungsweise welche wir vernichtet haben und welche noch nicht. Da sehe ich es zum Beispiel nicht. Da sehe ich auch gerade nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch genügend Pfeile, denke ich mal, um das Teil zu vernichten. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Hier sieht es eigentlich alles ganz gut aus. Da oben sehe ich auch gerade überhaupt nicht, ob es da eventuell brennt oder nicht brennt. Wir müssten eigentlich mal hier ganz kurz das schöne Ding mal hier haben, damit wir das einfach mal sehen. So, und zwar, na, macht es da noch ein Geräusch oder macht es da kein Geräusch mehr? Scheint, als wenn es da eventuell schon kaputt ist. So, da brennt es überall auch nicht mehr. Also eventuell habe ich schon alle jetzt down. Ich hätte mir auch nochmal angucken müssen, ob es da eventuell eine gewisse Zahl gibt und hätten wir mal mitzählen können. Ah, verdammt. Der hier ist auf jeden Fall noch an. Das zeigt er hier an. Oh, und nein, 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 nein. Da haben wir diesen bösen Enderman. Oh, verdammt. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir einen Enderman und einen Enderdrachen am Hals. Oh, ungünstig. 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 Ah, verdammt, wo ist er hin? Das Problem ist ganz einfach, dass ich noch mehr anspreche davon. Ah, und da kommt schon der Enderdrache. Ah, blödes Ding, blödes Ding, blödes Ding. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ah. Wir können uns natürlich hier keinen Schutzwall vor diesen Enderman gerade aufbauen. Ah, da kommt er schon wieder an. Man steht mal 3 Sekunden still, da kommt dieser blöde Enderdrache wieder an und killt gleich wieder einen. Ah, verdammt, 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 verdammt. So, gleich mal hier erstmal schnell die Dinger hochgeschossen. So. Blödes Viech. Bleibt mir vom Hals. Es scheint so, als wenn der Enderman uns langsam in Ruhe lässt. Gehen wir mal ganz kurz schnell was essen. Und dann verfolgen wir mal hier den Enderdrachen. Da hinten auf der Plattform scheint noch ein Ding zu sein. Ja, da sehe ich es auch gerade. Und zwar so. Wunderbar. Müssten wir eigentlich nur folgen. Wo ist er denn? Verdammt, jetzt hätte ich das Ding auch im Boden besser schießen können. Da hinten, da schwebt er noch um so ein Ding herum herzu. Zack. Ups, nochmal einen Millimeter vorbei, wa? So, komm mal her, wo willst du denn jetzt hin? Wo hast du denn noch so ein schönes Ding? Da hast du noch eine Plattform, wo du hinschießt. Na, auch nicht mehr so lange. Ah, aua, blödes Teil. So. Oh, das war aber ziemlich tief. Jetzt aber. Na, auch noch nicht. Jetzt haben wir dich.
Ja, in der Richtung ist er jetzt irgendwo hingeflogen. Mal gucken, ob wir da noch eventuell etwas finden. Da kommt er schon wieder an. So, jetzt komm her. Mit dem Pfeil und Bogen müssen wir uns ein bisschen verteidigen. Bin aber ganz schön schlechter Schütze, muss ich sagen. Eventuell wäre es natürlich mit dem Schwert auch sinnvoll, aber da hat er sich gerade noch irgendwo geheilt in der Richtung. Natürlich jetzt lustig, wenn ich den erwischt hätte gerade. Ich weiß noch nicht, welcher Turm es war. War es dieser Turm hier? Da kommt er wieder. Ah, aua. Besser verteidigen. Besser verteidigen. Ja, das ist diesmal... Boah. Der trifft er trotzdem noch. Ich dachte, er fliegt beim ersten Mal weg. Nein, fliegt er nicht. Eventuell sollte ich das Schwert doch zu Hilfe nehmen. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nur mit dem Bogen besiegen. So. Wo heilt er sich noch? Wo heilt er sich noch eventuell? Unser Powerbogen schafft es noch. Heilt er sich überhaupt noch? Heilt er sich nicht mehr? Wow, irgendwo ist er wieder. Da ist er. Scheinbar heilt er sich nicht mehr. Schön mit zwei Schuss. Und da kommt noch Schuss Nummer 3. Und da haut er doch glatt wieder ab, der Feigling. Imber, wir schaffen's. So, komm her. Du Enderdrache. Schön ein und Nummer 2 und Nummer 3 und... Ah, verdammt, Nummer 4 haben wir nicht mehr geschafft. Und Nummer 5 hat auch nicht gesessen. Aber Nummer 6 hat wieder gesessen. So, Nummer 7 hat gesessen. Und da sind wir super gut mit Schießen. Wir haben es doch eigentlich sehr, sehr gut im Griff gerade. Ah, es ist sehr, sehr schwer, den zu erwischen. Hier in den Wolken und die bleiben sogar in den Wolken hängen. Ah, wir haben ihn halb runter. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht. Wow. Oh, den habe ich nicht getroffen. Wie bitte? Das geht ja mal gar nicht. Bleib hier, du Drache. Du Drache des Enders. Wow. Da lasse ich vor dem Obsidian. Ah, Obsidian hätten wir eigentlich mitnehmen können. Zum Base bauen. Das scheint er nicht kaputt zu kriegen. So. Da kommt er wieder. Uah. Verdammt. Aua. Ah. Nicht so gesund. Nicht so gesund. Ah, verdammt. Komm her. Na, schade. Den letzten habe ich nicht getroffen. Ah, der auch sehr, sehr knapp vorbei. Sehr. Uah, nicht in die Augen gucken. Nicht in die Augen. Na, wann versucht er uns anzugreifen? Noch scheinbar nicht. Noch hat er es nicht nötig. Jetzt nimmt er wahrscheinlich gerade Fahrt auf. Immer noch nicht. Irgendwo habe ich gerade wieder einen Enderman. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du blöder Enderman. So, einfach mit dem Enderauge wegteleportiert. Der ist natürlich mir hinterher. Ah, immer schön weg hier, weg hier, weg hier. Ah, erstmal so ein bisschen in Sicherheit bringen. Natürlich, der Enderman folgt mir auf Schritt und Tritt. Das Blöde ist, Endermans kann man auch nicht mit dem Bogen jagen. Also, das ist, sehr, sehr schwer. Denn, wie ihr seht, plapp, weg sind sie. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Das Schöne ist natürlich, so kann man sie sich natürlich auch vom Hals schaffen. Aber... Wie ihr seht, sie wollen das eigentlich gar nicht so wirklich. Warum heilen wir uns eigentlich nicht mehr? Ah, jetzt heilen wir uns, okay. Ah, blöd, 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 blöd. Ah, da ist es. Haben wir zwei? Verdammt. Ich habe keinen Bock auf zwei. Keinen Bock auf zwei. Ja, wir haben wirklich zwei. Ah. So, stirbt. Oh, verdammt. Jetzt weg vom Drachen, weg. Essen. Nein. Ah. Oh Mann, ist das schwer. Ja, wir hätten uns natürlich einen Kürbishelm aufziehen können, aber ganz ehrlich, das verdeckt einem so viel. Immer schön nach unten gucken, nicht die Endermans anschauen und Leben sammeln. Leben sammeln. Unbedingt Leben sammeln. Der Enderdrache läuft uns ja nicht weg. Auf jeden Fall eine Herausforderung. Das muss ich natürlich sagen. Blöder Drache. Lass mich in Ruhe. So, okay. Es scheint wieder beruhigt zu sein. Wir haben auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen
Bisschen Platz. Nein, da kommt schon wieder der nächste Enderman. Lasst uns in Ruhe. Wir wollen nicht mit euch spielen. So, wo haben wir ihn denn? Scheinbar da auch nicht. Dann laufen wir in die Richtung jetzt weiter. Auf jeden Fall scheinen wir alle Totems hier zu erwischt zu haben. Denn heilen, aber geheilt hat er sich bis jetzt nicht. Ein Glück, muss ich sagen. Denn wir haben schon ziemlich viel runter. Hier ist eine sehr gute Position. Hier sind gerade wenig Endermans. Wollen wir hoffen, dass er jetzt vielleicht hier gleich mal herkommt, der Drache. Wenn wir Glück haben. Sollte er eigentlich mal zumindestens. Wow, 20 Minuten haben wir schon. Wow, ich dachte, es wäre schon wesentlich länger. Aber wo ist er hin? Irgendwie... Ich höre auch kein Geflatter mehr. Irgendwie haben wir ihn gerade so ein bisschen vertrieben, habe ich so das Gefühl. Eine kleine Pause. Die Ruhe vor dem Sturm, sage ich nur. Ich werde mal ein bisschen hier versuchen, wieder reinzugehen. Immer schön die Augen offen, aber das, dieser dunkle Hintergrund mit diesem sehr, sehr dunklen Skin von dem Drachen ist schon wirklich übel. Was für ein Kampf, muss ich sagen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo unser Buch ist, dass wir überhaupt gleich wieder zurückkommen. Ah, na gut, der Enderman spawnt ja zum Glück ein Portal nach Hause. Schon mal sehr vorteilhaft. Und dann können wir uns da eine Base später drum zubauen, wenn das Ding hier tot ist. So, ich werde mal hier weiter hinten herlaufen. Da hinten, da ganz hinten ist er. Dann schießen wir mal doch mal ein paar Pfeile zur Begrüßung hinterher. Oh, hab ihn so getroffen. Ja, sehr schön. Na, in der Richtung treffe ich ihn gerade nicht. So, jetzt komm mal her. Du blöder Drache. Jetzt geht er ganz schön weit weg. Muss er wohl Anlauf nehmen. Na? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich höre ihn wieder. Er schnauft schon. Da kommt er angeflogen. Mr. X, komm her. Ein schöner Schuss. Nicht getroffen. Knapp dran vorbei. Jetzt kommt er. Eins. Zwei. Nein. Jetzt haben wir zwei. Und in die Richtung. Haben wir das echt sehr, sehr bewegungseingeschränkt fast. Da haben wir ihn. Und noch einen. Aber es macht Spaß, definitiv. So mal ein bisschen mit dem Bogen-Skill zu üben. Wow, sehr knapp. Und noch ein. Und, komm her. Nein, oh, da dreht er nochmal eine Ehrenrunde. Fast haben wir ihn, fast haben wir ihn. Nicht mehr viel, noch drei Schuss oder so. Kommt her. Blöder Drache. Eins, zwei. Und da ist er down. Er ist down, wir haben es geschafft. Yeah! Mit Vanilla. Mit einem schönen Vanillabogen. Ah, Wahnsinn. Und da fallen die ganzen Experience. Wunderbar. Das sind 50 Level. 50 geile, schöne Level, die wir uns reglich verdient. Waren es 50? Waren es mehr als 50? Wow, das ist eine ganze Menge. Eine Menge Experience. Das Drachenei werden wir uns auch holen. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Methode, das zu bekommen, und zwar die Force Wrench. Ja, wer hätte es gedacht, was kann die Force Wrench nicht? Es kann natürlich das Dragon Eye aufheben. Natürlich gibt es die Möglichkeit mit dem Pisten, das kenne ich natürlich auch, aber wenn wir die Force Wrench haben, warum sollten wir die nicht nutzen? Aber es geht auf jeden Fall erstmal auf nach Hause, und das Ding überspule ich hier mal ganz kurz. Das hat ja so gut wie jeder schon mal gesehen. Und dann sind wir zu Hause. Ja, das war doch ein toller Kampf gegen den Enderdrachen. Es ist wesentlich kürzer gelaufen, als ich überhaupt gedacht habe. Er ist besiegt. Was für ein Trip in dem Nether. Aber wir haben ganz schön viel Damage genommen, doch dementsprechend. Ein bisschen hakelig war es dann teilweise mit den Enderman, den zwei. Da habe ich schon fast gesehen, dass wir tot sind. Haben es aber gerade mal so noch die Kurve gekriegt. Ich dachte nicht, dass der Enderdrachen wirklich so viel Durchschlagskraft hat, dass er uns die ganzen Kabels da kaputt macht. Aber gut, ja, so oft habe ich gegen den Enderdrachen auch noch nicht gekämpft. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Aber was ich erstmal wieder ändere, oh, das ist meine Rüstung. Wahnsinn, was für ein Kampf. Aber, oh, die Geschwindigkeit, oh, wie schön. Das musste jetzt erstmal sein.
Ja, aufräumen werde ich dann dementsprechend auch noch so ein bisschen, Mann, gerade eben. Die Pfeile kommen natürlich wieder zurück. Die Sachen werde ich hier in dieser Kiste belassen, würde ich fast sagen. Denn dann können wir uns dementsprechend, wenn wir gegen den Wizard oder so kämpfen, wieder die Sachen anziehen und damit weitermachen. Ich denke, das ist eigentlich ganz gut, so für Bosse etc. pp. Mal so ein bisschen Vanilla zu Zeug zu nehmen und nicht immer das, ja, gute alte, ja, die gut alten Imba-Sachen, die wir sonst so immer tragen und anhaben. So, jetzt natürlich erstmal wieder unseren Hammer hier rein, Schaufel, Spitzhacke, muss also ein bisschen sortiert werden. Das kann da rein, das kann da rein. Und dann müssen wir den Rucksack müssen wir noch aufsetzen. Hier die Branches. Okay, gleich haben wir es geschafft. Und die Sachen da drin sollten auch noch vorhanden sein. Sehr schön. Jo, dann haben wir's. So schaut es aus. Der Enderdrache ist besiegt. Wir freuen uns allen Keks, dass wir es überlebt haben. Ich dachte schon, wir werden drei, viermal sterben. Aber ich glaube, ich habe es diesmal sehr gut hinbekommen. Das heißt diesmal. Ich denke, ich habe es sehr gut hinbekommen. Wollen wir es so sagen? Und ja, was wir noch ganz kurz ändern müssen, das habe ich beim letzten Mal tierisch vergessen. Gut, dass ich darauf hingewiesen wurde. Natürlich muss hier Move-Stack-weise drin stehen und da oben natürlich auch. Ansonsten bringt uns das Ganze hier nicht, dann hätten wir auch einen ganz normalen Import-Bus benutzen können. Deswegen habe ich die ja extra gebaut. Und wir werden uns wahrscheinlich auch demnächst noch so eine schöne Tasche bauen. Dann können wir auch von unterwegs das Zeug reinlegen. Das ist nämlich sehr, sehr schön. So, und dann müssen wir auch mal nächstes Mal gucken, dass wir hier noch ein paar Sachen eventuell in Deep Storage Units reinlegen, die wir jetzt hier schon ziemlich viele von haben. Ja, und wie gesagt, schauen wir mal, was wir in den nächsten Folgen noch so alles anstellen können. Das war auf jeden Fall mal wieder was Lustiges zwischendurch. Sehr, sehr spannend und sehr aufgeregt. Aber auch sehr, sehr schön, muss man sagen. Ich freue mich auf nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao.